Ja, Titanium, yeah. Ich hätte gerne einen Snowplaneten. Kein Mond. Naja, toll, Giftozean, da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Interessant, der Wasserplanet scheint innen drinne gefroren zu sein. You don't say. Wieso finde ich eigentlich nie das, was ich will? Keine Ahnung, wo du gemeint mit mir bist? Ja, vor allem. Wenn du mir unterstellst, dass ich nicht nett bin. Du bist ja auch nicht nett. Du teilst ja nicht mal mit mir. Ich hab dir doch gerade gesagt, ich gebe dir das ab. Sollen wir bloß sagen müssen, dass du gerne alles hättest. Jetzt auf einmal. Ja, weil ich ein lieber netter Kerl bin. Arsch. Hilfsbereit. Und nicht mal da bist du lieb und nett. Hilfsbereit, oh. Du wärst der Erste, der einen Lachanfall kriegt, wenn sich irgendjemand vor deinen Augen auf die Nase legen würde. So sieht's nämlich aus. Du bist nicht lieb und nett. Du bist böse, gemein. Ein Monster. Ich hätte hier dauernd so Outpost-Sachen, aber nichts drin. Weil ich bring grad, ich bring eine Menge Titanium mit. Sicher sein. Das interessiert niemanden. Das interessiert niemanden. Du brauchst ja keinen. Meinst du nicht, dass wir noch Titanium gebrauchen können? Na. Gold bringe ich dir mit. Und? Brauche ich nicht, will ich nicht. Was soll ich damit? Von Gold werde ich nicht glücklich. Niemand kann mich glücklich machen. Da ist sogar noch Diamanten. Alter. Diamanten können mich auch nicht glücklich machen. Alter, jetzt spring da hoch, du blöde... Mensch. Boah, Mädchen, mach mich nicht aggressiv. Jetzt habe ich mir erstmal 10 Spitzhacken gemacht. Sieht auch nicht schlecht aus, einfach mal Spitzhacken im Inventar. So richtig sehe ich den Sinn der Spitzhacken gar nicht mehr. Nee. Irgendwie machen die auch keinen Sinn mehr, die Dinger. So. Oh. Ah, ein radioaktiver Planet. Sehr schön. Mit Augenbäumen. Der richtige Platz zum Ressourcen sammeln, wenn es nicht so unglaublich lang würde. Der Spruch, das liegt an dir. Ja. Ich habe einen Alien-Helm gefunden. Schlimm ist ja leider diesmal nicht ganz unten war. Das liegt jetzt im Teil an mir. Indirekt. Ja, Augen. Was bist du denn für ein Schwein? Greifst du mich an? Ja. Ja, da. Und der baut das Titanium weiter ab. Einmal Titanium. Oder hatte ich jetzt... jetzt läuft auf RTL läuft anscheinend eine neuere Serie, ich weiß nicht ob schon länger, aber es ist mit kurzen. Da geht es um die Avengers. Marvel halt, um Marvel-Helden. So interessiert niemanden. Und da haben die einen Charaktere ein Virus sich eingefangen, ein Alien-Virus. Das bezog sich dann auf den ersten, die Avengers-Film. Das interessiert dich nicht so sehr. Aber andere Leute fällt schon. Kann ich nicht mitreden, kenne ich nicht. Alter! Schnabeltier, das Rotze, Blitzrotze schießen kann. Ih. Voll ekelhaft. Ich wurde angerotzt.
Nee, so ein Delta-Planeten ist das schon ein bisschen heikel hier. Aber ich wäre nicht Odelia, wenn ich nicht jeder Gefahr trotzen würde. Was ist das denn für ein buntes Massaker? Alter. Was ist denn hier kaputt gegangen? Was für ein Teletubby ist denn hier explodiert? Alter, was sind das für Bäume? Was willst du? Keine Ahnung, was da für ein Teddybär explodiert ist. Ich hab gesagt Teletubby, nicht Teddybär. Dasselbe. Nee. Teddybär ist flauschig und knuffig. Teletubby ist auch, wenn man sie zurückgeprügelt hat. Teletubby ist verstörend. Alter, voll die quietschbunten Bäume mit Riesenluftballons dran. Direkt mal mitnehmen. Mal mitgehen, das sind so ein paar Exemplare davon. Oh nein, es wird dunkel! Bitte wird nicht dunkel! Warum wirst du dunkel? Sonne, komm zurück! Nein, Sonne, don't go! Lass mich nicht allein auf diesem Scheißplaneten. Du warst mein einzigster Freund, den ich hier hatte. Aber auch kommt kein Wasser mehr nach. Ich ist ausgetrunken. Boah, wie ekelhaft. Ich habe voll das Alien-Kostüm gefunden. Also jedenfalls Unterteil im Kopf. Das Oberteil fehlt. Wie in Wirklichkeit auch. Du tust mir nichts, oder? Ich habe Angst. Ich werde gleich bestimmt angefallen von irgendwas. Und dann werde ich entführt. Dann macht man Experimente mit mir und seziert mich. Und tschüss. Dann wunderst du dich, warum ich dich nicht leiden kann. Hui, ich bin leicht wie eine Feder. Ich bin schon wieder leicht wie eine Feder. Ich kann über Wolken fliegen. Jetzt geht der Trick doch heute nicht auf, dass ich da hoch schwimme wieder. Das Wasser lässt nach. Kommt nicht hinterher. Oh, ich hasse es, dass du mit diesem Luftballon-Effekt von den großen Patronen so unglaublich beschissen lenken kannst. Okay. Das Einzige, was du halt machen kannst, ist warten, bis dich irgendein Vieh tötet. Ja, genau. Wenn du schwebst, den Effekt. Ja, ja. Ja, der Effekt ist irgendwie schon ein bisschen... total unnötig und dumm. Weil ich in der Zeit auch nicht anders bewegen kann, außer geradeaus. So wie jetzt zum Beispiel, wenn ich hier vor dieser Felswand stehe, ich komme ja keinen Meter weit. Das ist total Banane. Einfach sinnfrei in dem Fall. Patsch, 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 Riso. La 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 la. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich vielleicht noch ein oder zwei Kisten finde. Aber ja, irgendwie ist da gerade nichts mehr so. Dafür Monster ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber der Ozeanplanet mit Wasser mehr hinterher. Ich habe ihn ausgetrunken, habe ich doch gerade gesagt. Ich hatte Durst. Bei dir bekommt man ja nichts, da musste ich mir ein bisschen anders Abhilfe schaffen. Das ist halt so. Tut mir leid. Aber wenn ich Durst habe, dann habe ich nur Durst. Und mein Planet lässt wieder nicht richtig. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Alter, geh weg! Geh weg! Husch! Husch, 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 weg mit dir. So richtig klappt das mit dem Wasser noch nicht. Ich habe hier gerade extrem wunderschönen Sternschnuppenregen und einen riesen Boss, Alter. Boah, schnell weg hier. Boah, das Ding mich nicht. Scheiße, das ist eine Kiste, die muss ich mitnehmen. Boah, schnell weg. Alter, da kommt dieses scheiß Monstervieh einfach mal eben so aus dem Boden raus. So, hallo, hier bin ich.
Boah, Alter, ich muss dir gleich echt mal zeigen, was ich hier alles an Klamotten gefunden habe. Das ist voll ekelhaft. Ich habe jetzt einen Helm gefunden. Ich habe einen Helm gefunden, welche Revolution. Der, Alter. So, ich habe schon die Jacke gefunden. Passt perfekt zu meinem Outfit. Okay. Das zeige ich dir gleich, wenn wir uns dann auf dem Schiff wiedersehen. Ich glaube, ich komme auch langsam wieder hoch, weil irgendwie mit dem Wasser nachlaufen so richtig funktioniert das anscheinend doch nicht. Ich laufe hier eine Runde. Ich so mein Geburtstagslied und hab keine Ahnung warum. Alter. Diese Augenbäume machen mir Angst. Okay, ich buddel mich jetzt hier runter. Vorher sollte ich allerdings noch glowen. So, nur richtig rüber. So. In der Hoffnung, noch ein bisschen. Läuft das Wasser nicht so wirklich nach? Im Augen lecker. Und was ist das Beste für Sie an einem, nach einem langen Tag? Augen. Oh Gott, ich muss niesen. Das ist über mir ein ganzer Ozean. Oh Gott. Entschuldigung, ich musste niesen, aber ich habe noch gut reagiert. Uah! Das ist über mir ein ganzer Ozean und das Wasser fließt nicht wirklich nach. Alter, ich habe eine Hanfplantage gefunden. Und diese hässlichen Augen. Schafft das denn auch durch? Ah. So, jetzt bräuchte ich eigentlich so mal so einen Pott. So ein... Ey, da mein Inventar, ne? Das sieht gerade aus wie eine Müllhalde. Wenn ich jetzt so einen Wurfpott hätte zum Tiere fangen, könnte ich einen Fisch fangen. Fisch. Ja. Okay. Ich hätte so einen Fisch. Alter. Ja, als Tier. Als Tier. Dann teile ich dann später irgendwann. Du bist selber ein Tier. Oh toll, da ist eine Insel im Weg. Ich will auftauchen, da ist eine Insel im Weg. Kommt durch die Wand. Zack, Insel weg. Versenkt. Spielst du Schiffe versenken. Nur mal anders, musst du Insel versenken. 10. 93. 20. Ich hab eine neue Zweihandwaffe. Wasser, 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 Wasser. Und nochmal 1000 Wasser mit. Alter, sonst wird so viel Wasser. Alter, ich soll doch wirklich 1000 Liter trinken. 1000 Liter? Hola die Weltvieh. Du Wal? 1000 Liter, ja. So. Hier habe ich doch schon mal was Interessantes gefunden. Meine Nase juckt schon wieder. 1008 Liter habe ich getrunken. Ich sie eben noch geputzt, ey, kurz. So, irgendwie... Ich möchte diese Nase jetzt einfach... Oh Gott, bis die alles jucken, das ist voll ekelhaft. So, was brauche ich denn jetzt? Ach ja, Remove, da hoch. Du solltest vielleicht einfach mal nicht die Gruppe verlassen. Ich hab dich rausgeschmissen, ich hab das falsch gedrückt, aber ich wollte eigentlich... prinzipiell... Ja, es ist nur okay, das Kontext, eigentlich nur das Kontextmenü wieder zu machen. Ja, ich verstehe das schon. Geh doch einfach. Mir doch egal. Und dich umbringen, vielleicht. Was? Ja, indem ich dich kurz mit einer Einladung bombardiere und dich ein Monster umhaut.